Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Super Mario World, leider ohne Musik, wie auch in den letzten Folgen. Und jetzt haben wir hier dieses, die Waldfestung gemacht, also ich habe sie gemacht einfach mal so, nebenbei, ich habe nicht drüber nachgedacht. Und dann findet man hier ein weiteres Stück der Sternenstraße, der dann da oben ist. Dann werden wir noch einen finden, da unten. Und dann geht's hier wieder weiter. Jetzt müssen wir hier aber erstmal rausgehen. Und dann fangen wir das nächste Level an. Da müssen wir jetzt einmal, glaube ich, rumgehen. Ich weiß nicht, ob wir direkt von da aus da runterkommen. Müsste eigentlich. Jo, gut, wunderbar. Die haben wir ja auch letztes Mal geschafft. Und dann gehen wir mal hier in die Schokoinsel Nummer 1. Da gibt es, glaube ich, keinen speziellen Ausgang. Hier sehen wir zum ersten Mal diese Dinos, die Feuer spucken. Well. Wieder mal daneben gesprungen. Ein paar Folgen musste ich ja nachsprechen, das habt ihr ja jetzt schon gesehen. Wenn ihr die Folge hier seht, dann habt ihr das ja schon alles hinter euch. Ich will jetzt auch nicht da weiter drauf eingehen. Wieso, weshalb, weswegen. Das hat damit zu tun, dass der Hersteller, der sich spielt, das nicht so möchte, dass man ihre Musik benutzt. Ihre Soundtracks. Und da deswegen muss man das leider ohne Ton spielen. Deswegen müssen wir das leider so ohne Ton spielen. Ich würde da jetzt. Jetzt haben wir wieder runtergefallen. So, demnächst frage ich dann nochmal nach. Wieso die und ich nicht das dürfen. Jetzt habe ich hier wieder drauf gedrückt auf irgendwas. Achso, hat nur ein bisschen länger gedauert, okay. Gut, noch einmal. Da müssen wir ja drauf springen. Jetzt kommen wir ja nicht weiter, da sind ja diese gummigen. Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß es nicht, ich sag mal schwarze Blumen da. So, wenn die stehen bleiben, dann musst du erstmal warten, bis die da aufhören. Mit dem Feuerchen. Okay. So. Hilfe. Scheiße. Ja, das ändert sich nicht so sehr, so schnell so bei mir. So. Ich meine, wenn man ja ein Spiel spielt, dann will man ja die Musik dabei haben. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Weil die ja direkt hier anfangen Feuer zu spucken. Jetzt kommt da der Pilz rausgeklöppelt und wir müssen wieder warten, weil die Arschgesichter hier mit ihrem Feuerchen. So. Machst du mal bitte. Ich würde gerne vorbeigehen. Liegt mir sehr am Herzen. So, jetzt kriegen wir hier noch einen Yoshi. Das ist schon mal ein bisschen Linderung. So. Ah, siehst du ja. Seht ihr hier, weil wir hier freigeschaltet haben, haben wir direkt hier so einen Gang. Wo. Und noch eine Feder. Ja, besser kann es doch gar nicht laufen. Hallo? Wenn wir jetzt den Yoshi verlieren, haben wir wenigstens noch die Feder. Und können das da einfach mal so. Ah, da kann man reingehen. Okay. Wunderbar, wunderbar. Dann kriegen wir einen. Ich glaube, das ist scheißegal jetzt hier mit dem. Das müsste mir jetzt mal einer ganz locker erklären. Bei den anderen Scheiß. Das war mir sowas von klar.
Ich so, jetzt gibt er Gas. Die ganze Zeit schwimmt er so ganz locker flockig hin unter uns her und jetzt gibt er sich Mühe, oder was? Na, dann gehen wir da halt nicht mehr rein. So. Pff. Hallo? Hallo? Ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Du. Mach du mal Sport und ich lauf mal hier ein Stückchen weit, ey. Jetzt nochmal ein Yoshi. Vorsichtig, Yoshi, du bist nicht feuerfest. Das sind nur die da. Kann man den Dreck. Ne, der ist zu groß. Aber der geht Dreck in einem Stück kaputt. Das ist schon mal. What? Da nicht reingehen? Ne, da habe ich jetzt keine Lust drauf mehr. Hallo? So. Jetzt müssen wir nur wieder aufpassen. Jetzt haben wir die Wecke gegessen. Kann man da nicht rein? Doch, na klar, kann man da rein. Hallo? So. Oh. Punktlandung. Und einmal sind wir durch. Ui. So, jetzt hat er dem noch im Mund. Jetzt haben wir Yoshi noch mit. Okay. Da kommt das erste Geisterhaus auf der Schokoladeninsel. Und da müssen wir einfach nur durch. Ohne Yoshi. Das ist schade. Ja, das war scheiße. Das war scheiße. Scheiße. Nochmal neu. Ohne Yoshi. Ja, komm. Kommen Sie. Die wollen mich ja verarschen wieder. Die sind gemein zu mir. Mann. Ja, fortfahren. So. Jetzt aber. Haha, verarscht. Wow. Jetzt kommt wieder hier. Verschieben. Ihr seid gemein. Haha, ihr Arschgesichter. Wäre ich doch, ja. Scheiße. Scheiße. Jetzt bin ich da nicht gesprungen, Junge. Mensch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal. Der Joghurt mit der Ecke. Der Ecke mit was drin. Du. Hilfe. Nein, Hilfe, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Scheißendreck, Alter. Okay, so nochmal. Dann holen wir uns gleich ein bisschen Verstärkung. Ich weiß, das ist wieder ein langer Weg, aber schaffen könnten wir es. Ja, wir sind sogar über die Truppe gesprungen. Das ist sehr gut. Nur schon mit Vorsichtig, zurück, zurück, nach vorne, zurück, zurück. Yo, Baby. Ja, du hässlicher Geist, Lakito, Arschbomb, Bidibobubu. Manu. Ohne Zeit, also. Ja, die Zeit fängt jetzt erst an. Scheiße. Nochmal neu. Gut. Ja. Scheiße. Jetzt haben wir es nicht gekappt. Geschafft. Kein Nüdel in der Zunge.
Entschuldigung, da ich gerülpst habe, aber das konnte ich jetzt nicht verhindern. Das ist einfach passiert. Jetzt warten wir hier. Die tun ja nichts. Also, wir können ihn einfach ausweichen. Ja, das war klar, dass ihr Arschgeigen... Was denn jetzt schon wieder? Bin wieder dran gekommen. Wow, da hat man aber Glück gehabt. Jetzt dürfen wir nicht mehr so hoch springen, weil der Kuibu lackierte da oben und den Strich dann durch die Rechnung macht. Der will uns nämlich brutzeln sehen. Jetzt warten wir hier einfach. Jetzt laufen. Die Münze lassen wir jetzt mal. Wenn wir jetzt schon so nervös sind. Ist egal. Jo. Das müssen wir erreichen. Dann haben wir zumindest einen Checkpoint. Du hässliches Stück. Aha. So. Jetzt kommt was Interessantes. Müssen wir erstmal hier drauf springen. Denn wir müssen da mit diesen Geistern. So, kommt mit. Zumindest aus einer hier mitkommen. Naja, ist okay. Kommt mit, einfach hier rüberkommen. So. Schafft man das mit so? Die müssen mit uns wachsen hier. Ja, geschafft. Und rein da. Rein da, los, hopp. Ja, geschafft. Wunderbar. So, naja, okay. Kein Bonus. Schade. Aber zumindest können wir jetzt, glaube ich, speichern. Ich weiß nicht mehr ganz so genau. Doch, glaube ich schon, ne? Jo. Speichern und weiter, bitte. Und jetzt müssen wir hier einfach durch, ohne viel Gedöns. Scheiße. Ja, okay. Das halt einfach nur schnell durch, ohne nix, gar nix. Weil dann kommen wir hier, haben wir hier den extra Ausgang. Einfach raus hier, durch, runter. Vielleicht den Yoshi noch mitnehmen. Aber, dieser kleine hässliche Drache hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich nenne den mal Drache. Der spart Feuer und sieht aus wie eine Ex. Also ist das für mich ein Drache. Fertig. So. Und durch. Und jetzt. Ich könnte. Na. Ja. Aber ich durch. So. Noch. Ist denn die Möglichkeit, naja, egal, okay, ist ja gespeichert, wir können ja hier weitermachen. Dreck. Drecksdrachen hier. Jetzt schnell hier das Yoshi mitnehmen und dann durch. Im nächsten Level weiß ich auch schon den Geheimgang. Noch, ich war doch auf der Ecke drauf. Wieso ist er denn trotzdem runtergefallen? Erklär mir das mal. Das geht mir nicht ganz in den Kopf rein. Machen wir das einfach mal so. Pilz wäre das dann natürlich noch ein bisschen besser. Aber da kann man uns das nicht aussuchen. Ich bin hier auf Anspannung, weil ich hier am Runterrutschen bin.
Och, wieso bist du denn runtergefallen? Lieber Junge, echt. Mario, Mario, Mario. Du alte Sau. Ja, ich weiß, das hätte man jetzt nicht machen dürfen, aber wenn es schon mal da liegt, dann nimm mal das doch mit. So. Vielleicht geht's dann einfacher, der kann ja mal ein bisschen höher springen als man selber, der liebe Yoshi. So, zum Bleistift. Jetzt bin ich wieder wo drauf gekommen. Wenn ich jetzt loslasse, falle ich runter. Ja. Ne, das Touchpad hier. Da darf man nicht drankommen. Jetzt ohne Yoshi. Wir wollen ja einfach nur hier durch. Man darf nichts einsammeln, nichts, gar nichts. Dann kommt man nämlich ins Schoko-Rätsel Level 2 Land. Warte mal. Das jetzt hier nicht auf Anhieb schaffen. Och, leck mich doch am Zuckerli, do. Tut mir sehr leid, aber ich will den kleinen Gang haben. Fertig, Ende aus jetzt hier. Es wäre ja gut, wenn da auf dem Weg vielleicht Dings legen würde. Pilz oder so. Muss man da. Na! Ja, komm. Schneller hier, hopp. Nochmal neu. Ich weiß, das nervt ja, aber ich bin nicht so gut mit dem Knöpf hier. Menno. Hi, wait. Ach, die können auch noch springen. Das kommt all gut. Och. Leck mich doch am... Und so. Entschuldigung. Wenn ich dann... Ja. Hatrianso. So ein Scheiß aber auch. Schon wieder rangekommen. Och. Nee, das gibt's doch nicht, ne? So, jetzt machen wir hier mal schnell. Uns ein bisschen Vorteil verschaffen, weil sonst gebe ich hier auf. Ich gebe nicht auf, aber ich raste es so. Bisschen schnell, bisschen vorspulen, die Tonspur bleibt normal. So. So bücke ich mich jedes Mal. Ich hat sich alles gesammelt. Das ist ja nett. Ich
Ich bin nicht. Wenn nicht, dann versuchen wir das einfach so. Oder versuchen jetzt hier einfach so durchzukommen. Wieso hast du dich jetzt gebückt, du hässlicher, schwanzloser Affe, der echt... Sie können einfach so hochgehen, so. Mir nix, dir nix. Noch! Wieso springt der Affe denn nie? Der springt nur, wann er will. Das geht mir nicht in den Kopf rein, du. Echt. Das kann mir keiner erzählen, dass das normal ist. Dass er einfach nicht springt. Ist es denn die Möglichkeit, du? Was soll das denn für eine Kacke da sein? Zwei Level schön geschafft und jetzt mach mal wieder Kacke im Schuh. Richtig hinsetzen, vielleicht klappt's ja dann. Aua. Aua. Mittlerweile kann ich den Weg jetzt schon langsam auswendig. Ich weiß auch nicht wieso. Waren eben, sind immer so schön weit gekommen. Und jetzt machen wir hier am laufenden Band nur Dünnpfiff, du. Moin! Wieso? Wieso machst du das mit mir? Noch ein, zweimal versuchen wir es und wenn es dann nicht klappt, dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt zwei Sachen geschafft und dann kommt das schon mal so hin. Ich habe nach oben gedrückt. Nein, noch ein Versuch. In der nächsten ist der Ausgang einfach, ist der viel einfacher. Müssen wir hier einfach nochmal reingehen, den Yoshi schnappen raus und dann...
Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Nein, das ist jetzt ja wirklich der letzte Versuch für diese Folge und dann machen wir das dann in der nächsten Folge. Da beruhige ich mich, rendere hier diese Folge und dann versuchen wir das in der nächsten Folge nochmal zu schaffen. Ja, das war's dann leider. Tut mir leid, aber da kann man nichts machen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.